Hey Leute, herzlich willkommen zur finalen Folge des RIP-Kalenders 2019. Wir spielen heute auch das 24. Türchen hier auf Timolia. Und ja, einfach so ein Adventskalender-Türchen, wo wir ein bisschen Jump'n'Run. Und ich erzähle euch jetzt nebenbei, wie ihr denn so gestern auf meine Ideen für 2020 reagiert habt. Es gab tatsächlich gar nicht mal wirklich irgendwelche Fragen, die für viele unklar waren. Übrigens, ich wünsche natürlich allen frohe Weihnachten, frohe Festtage und so weiter und so fort. Wobei, heute ist ja Heiligabend und nicht Weihnachten. Ist ja jedes Mal wieder das Gleiche, jedes Jahr der gleiche Krieg. Hey, guck mal, da ist Perry das Schnabeltier. ja, auf jeden Fall. Was gab's denn gestern für Unklarheiten? Eigentlich keine. Mich hat's gefreut, dass ihr alle so positiv auf meine ganzen Ideen reagiert habt. Und ich muss sagen, das freut mich. Allerdings habe ich da halt ein anderes Problem. Diese Ideen, die ich hier jetzt hatte, will ich auf jeden Fall umsetzen. Aber eventuell, ja, wie gesagt, es wird ein Real Talk Video folgen. Es könnte sein, dass sich hier auf dem Kanal einiges ändern wird, muss, was auch immer. Das Real Talk Video kommt am Freitag. Und ja, es kann sein, dass es nicht mehr unbedingt viele Videos hier auf dem Kanal geben wird. Ja. Ich sag's nur schon mal dazu. Ja, ist derzeit eine sehr kritische Lage hier auf dem Kanal. Aber ich will eigentlich nicht zu viel vorwegnehmen vom Real Talk Video. Ich brauche auf jeden Fall eure Unterstützung. Und an sich stehe ich noch immer zu der gleichen Meinung. Ich werde einfach mehr in Richtung Random gehen, weil ihr habt es ja auch geschrieben. Ihr findet das mit dem Random eigentlich ziemlich gut, weil dadurch einfach mehr so Überraschungseffekt und so drin ist. Und ja, genau. Das macht das Ganze natürlich etwas cooler, dadurch, dass man etwas Überraschung am Start hat. Was man ja derzeit eigentlich nicht so auf dem Kanal hat. Ja, genau. Also, mal schauen, was die Zukunft bringt. Vielleicht werde ich mit Jahresbeginn vom nächsten Jahr vielleicht schon einen neuen Kanal haben. Ich weiß es noch nicht, aber pssst. Ja, also könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schon mal schreiben. Wie gesagt, am Freitag wird noch das detaillierte Video folgen. Warum, wieso, was genau werde ich machen und so weiter und so fort. Ja. Oh mein Gott, es geht die ganze Zeit hier weiter. Ich bin so massiv bescheuert. Meine Fresse. Okay, ja, man merkt eventuell auch, dass meine Stimmung hier teilweise etwas gedrückt ist, was eigentlich überhaupt nicht passt, weil hier halt eigentlich alles super happy sein soll, weil Weihnachten ist ja die tolle Zeit. Ja, ist auch so. Aber es nagt halt so ein bisschen an mir, dass ja irgendwie nichts so läuft, wie ich das will. Das ist halt ein bisschen kacke, gerade hier auf dem Kanal. Aber wir fixen das 2020, auch wenn es eventuell mit einem Kanalwechsel zu tun hat. Ja, also hier nochmal die ganz klare Ansage. Es könnte oder ziemlich wahrscheinlich wird es zu einem Kanalwechsel kommen. Ich will es eigentlich nicht. Ich sag's ganz ehrlich, ich will es eigentlich nicht. Aber es wird mir nichts anderes übrig bleiben und ich werde euch am Freitag dann auch erklären, warum das Ganze denn so ist, warum mir nichts anderes übrig bleiben wird, weil für einige sieht es eventuell gar nicht so kritisch aus wie für mich selbst jetzt. Aber ich werde euch das alles erklären. Es gibt natürlich auch diverse Punkte, die gegen so etwas sprechen, dass ich einen neuen Kanal mache. Ja, aber ich will nicht zu viel vorweggreifen. Beziehungsweise es werden eh wahrscheinlich dieses Video nicht so viele Leute sehen wie das Real Talk Video am Freitag. Von daher, ja, ist schon okay, ja, dass ich hier ein bisschen was labere darüber. Ich muss sagen, das Jump'n'Run hier ist echt nice, übrigens.
Ja, aber ich wünsche euch trotzdem natürlich wunderbare Festtage und auch schon mal eventuell einen guten Rutsch, falls ich einige Leute nicht mehr erreichen sollte bis zum Ende des Jahres. Ich werde euch erhalten bleiben, ja, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ich werde euch erhalten bleiben, nur die Frage ist halt, ob es weiterhin dieser Kanal sein wird. Ja, mir tut es halt schon irgendwie ein bisschen weh, weil ich den Namen Ripples und generell meine Identität als Ripples dadurch aufgeben muss. Ich brauche mehr oder weniger eine neue Internetidentität, weil ich kann jetzt den neuen Kanal dann theoretisch nicht einfach Ripples 2 nennen. Das funktioniert nicht so ganz, sage ich jetzt mal. Ja, das tut mir halt schon ein bisschen weh, weil ich mag den Namen Ripples echt gerne, aber ja, man muss sich halt dann wieder mit neuen Sachen. Simon Unge? Witt. Man muss sich dann halt wieder mit neuen Sachen zurechtfinden. Ist das Simon Unge? Ach lol, das ist ein Holzfäller. Das ist Simon Unge mit dem Holzfällerbart, Alter. Was? Ich habe eine Druckplatte übersprungen. Oh, nosens. Oh no. Ich darf jetzt nicht mehr failen. Ich glaube, hier sollte eigentlich eine Druckplatte sein. Ach scheiße, das Jump'n'Run ist broken. Ah nee, doch nicht. Hä? Jetzt ist es geklappt. Na egal. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ihr mehr irgendwie Fragen habt zu den neuen, zu dem neuen Prinzip, wie ich den Kanal strukturieren will. Aber anscheinend hattet ihr da gar nicht so viele Fragen, wie ich dachte. Und deshalb ist das Video hier jetzt, was das Commentary angeht, ziemlich random. Was ich noch nicht erwähnt habe, zum Beispiel würde ich auch gerne mehr Fokus auf meine Person selbst legen. Egal jetzt, ob auf diesem Kanal oder auf einem neuen Kanal. Ich würde gerne zum Beispiel dieses Random Games Format dazu nutzen, dass ich immer mal wieder irgendwelche Real-Life-Stories erzähle, die mir passieren. Weil das habe ich bisher halt nie gemacht und ich glaube, das ist auch ein riesiges Problem, dass ich nie irgendwie solche Real-Life-Stories erzählt habe. Dadurch können sich die Leute halt auch nicht so stark mit mir identifizieren wie mit manchen anderen YouTubern. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was mir doch ein bisschen geschadet hat. Ja, keine Ahnung, vielleicht seht ihr das ja auch so oder vielleicht seht ihr das überhaupt nicht so. Könnt ihr mir ja schreiben. Ja, das ist mir jetzt gerade noch so eingefallen. Oh nee, was ein ätzender Sprung. Heieiei, was ein turbulentes Ende von einem Jahr. Habe ich jetzt selbst nicht mit gerechnet, dass es noch so turbulent alles wird. Shit. Naja, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Manchmal kommen die Dinge halt einfach so, wie man sie überhaupt nicht vorhersieht. Vielleicht ist es ja für was gut. Vielleicht ist es das einzige Richtige, was ich machen kann, einen neuen Kanal zu machen. Wie gesagt, ich werde euch alles genau erklären, warum ich der Meinung bin. Ich habe auch schon mit einigen anderen Leuten geredet und die sind auch alle der Meinung, ein neuer Kanal würde wahrscheinlich so das einzige Richtige sein. Ich werde euch dann auch nochmal genau erklären, was für Punkte dafür sprechen, was für Punkte dagegen sprechen. Und dann entscheiden wir das Ganze gemeinsam, ob wir diesen Kanal noch irgendwie retten können oder ob es nicht mehr zu retten ist. Genau. Ja, ich führe ja schon seit gestern Abend habe ich ein Gespräch geführt mit Chris Rollstuhlracer, ne? Nick und auch Bockblin, Domo Bockblin und Kufu. Mit denen habe ich da gestern ein bisschen drüber gesprochen. Und ja, die sind eigentlich auch alle der Meinung, dass das fast anders nicht mehr möglich sein wird. Das wird eine kritische Angelegenheit. Klar, natürlich ist es so, dass ich niemals wieder die 1000 Abonnenten erreichen werde. Ja? Also niemals wieder nicht, aber halt nicht am Anfang. Das heißt auch, dass ich ja keine Monetarisierung mehr habe. Ne? Das ist auch so ein Ding, was dagegen spricht. Jetzt greife ich doch wieder ein bisschen vor. Aber ja, das ist halt die Sache. Und mir ist klar, dass ich einige Kollegen auf YouTube habe, die mir theoretisch wieder etwas Starthilfe geben können. Aber die Frage ist, ob ich das überhaupt will, weil dann habe ich ja eigentlich wieder inaktive Abonnenten. Vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht auch nicht, wenn ich es endlich schaffe, meine Person interessant genug zu gestalten. Weil ich habe von vielen auch gehört, dass einfach meine Person irgendwie einfach nicht interessant ist auf YouTube. Und das muss ich halt ändern, indem ich zum Beispiel eben solche Real-Life-Stories öfter erzähle. Und solche Dinge, würde ich jetzt behaupten, würden dem Ganzen doch helfen.
Vielleicht habt ihr da irgendwelche Vorschläge, die ich dann im Real Talk Video am Freitag, ja, genauer mit einbeziehen kann, ne? Genau. Und das mit dem Fliegen hier ist voll nice, ne? Übrigens. Also das Video geht schon viel zu lange, aber ist egal. Wir werden hier jetzt einfach ein bisschen das Jump'n'Run fertig machen. Das passt schon. Oioioioioi, what is going on? Oioioioioi. Aber ich glaube, wir gehen hier gerade Richtung Ziel. Zum Santa. Can you hear me? That's my only wish this year. Die schönen Weihnachtslieder. So, ja, das sieht nach Ziel aus. Wunderbar, das sind alle Leute, die dieses Jahr bei diesen Jump'n'Runs mitgewirkt haben. Ich habe natürlich jetzt nicht alle gezockt. Ich habe eigentlich nur die zwei gezockt, die wir hier im in den Videos gezockt haben. Dieses Mal bin ich auch alleine, damit ich eben ein bisschen genauer über das hier reden konnte. Aber ich will jetzt gar nicht mehr lange um den heißen Brei rumreden. Leute, schreibt mir eure Meinung zu den ganzen Dingen, die ich jetzt heute so besprochen habe, die jetzt doch eher, ja, etwas ernster waren. Schreibt mir die Sachen in die Kommentare. Wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen bei einem ganz normalen Video. Alles klar, Leute. Bis dahin und ciao. Und natürlich nochmal frohe Weihnachten, schönen Heiligabend, schöne Feiertage. Bla, 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 bla. Tschüss.